Meine göttliche Barmherzigkeit ist im Begriff, zur Wirklichkeit zu werden, wie es Schwester Faustina offenbart wurde. Sonntag, 29. Januar 2012, 21 Uhr und 18 Minuten. Ich, euer Jesus, wünsche, die Welt darüber zu informieren, dass meine göttliche Barmherzigkeit im Begriff ist, zur Wirklichkeit zu werden, wie es meiner Tochter Helena, der heiligen Faustina, offenbart worden ist. Dieses Mysterium wird offenbart werden, während alle die letztendliche Sichtbarwerdung meiner Strahlen der Barmherzigkeit für die Erlösung der Menschheit sehen werden. An diejenigen, die dich, meine Tochter, verspotten und sagen, dass dieses Mysterium bereits der Welt offenbart worden ist, ihr müsst das Folgende wissen. Wie viele Menschen in der Welt wissen heute von meinem Versprechen der göttlichen Barmherzigkeit? Sehr wenige, einschließlich dir, meine Tochter. Wussten meine Anhänger nicht, dass ich zurückkommen würde, um die Welt auf dieses große Ereignis vorzubereiten? Ich bereite meine Kinder immer auf solche Ereignisse vor. Mein ewiger Vater sendet Propheten aufgrund eines bestimmten Zweckes in die Welt, und zwar um euch eine entsprechende Warnung zukommen zu lassen, damit die Seelen nicht überrascht werden. Erfreut euch an diesem Geschenk der Prophetie. Weist es nicht zurück. Denkt niemals, dass ihr alles über meine Wege wisst. Obwohl ihr mich vielleicht liebt, kennt ihr mich nicht immer oder versteht ihr nicht immer meine Wege. An jeden von euch, der meine Propheten verspottet, vergesst nicht, dass ihr nicht sie verspottet, sondern mich. Sie sind nur die Instrumente. Ihr, meine Kinder, dürft nie annehmen, dass ihr mich wirklich kennt, denn wenn ihr mich kennen würdet, würdet ihr mich nicht ablehnen. Und doch bestreitet ihr auch heute noch gerade so, wie meine Jünger es taten, als ich unter ihnen wandelte, dass ich es bin, der euch hin zu mir leitet. Ihr streckt mir eure linke Hand entgegen und schlagt mich mit eurer rechten. Hört ihr nicht, dass ich jetzt mit euch spreche? Wenn nicht, dann setzt euch ruhig hin und betet zu mir, damit ich euer erschöpftes Herz mit dem Feuer meines Heiligen Geistes erfüllen kann. Ich liebe euch, und wenn ihr mir Zugang in euer Herz gewährt, ohne eure Rüstung aus Stahl, welche mich zurückhält, so werde ich euch befreien. Wenn ihr eure Augen öffnet und seht, dass ich es bin, euer göttlicher Erlöser, der mit euch spricht, dann folgt mir mit Liebe und Freude in eurem Herzen auf die Straße zum neuen Paradies. Erlaubt dem Teufel nicht, Zweifel in eure Köpfe zu pflanzen. Betet, dass ihr stark genug sein werdet und demütig an Seele und Geist, um in meine Arme zu rennen. Nur wenn ihr wie ein Kind zu mir kommt, werdet ihr wahrhaft Frieden in eurer Seele finden. Das ist die einzige Art und Weise, mich in euer Herz hineinzulassen. Euer geliebter Jesus.